Ich wünschte, dieser Moment würde niemals vergehen. Von Schwarze Seele. Hey, in diesem Tripbericht möchte ich über meine Erfahrung mit der Substanz MDMA berichten. Es begann alles damit, dass ich mit meinem Freund und einer Freundin MDMA nehmen wollte. Die beiden hatten, im Gegensatz zu mir, schon einige Erfahrungen mit der Substanz. Für mich war es aber das erste Mal. Ungefähr einige Wochen vorher schrieb ich mir alles Wissenswerte über MDMA auf, so konnte ich immer auf meine Notizen zurückgreifen. Dabei wusste ich bereits einiges über die Substanz, da ich mir schon viele YouTube-Videos darüber angeschaut hatte, insbesondere die Tripberichte-Videos. Wir entschieden uns eines Abends nun endlich die Substanz zu nehmen. Meine Freunde zerkleinerten die kleinen Kristalle des MDMAs und füllten sie in Kapseln ab. Ich bekam eine Kapsel mit ca. 60 Milligramm und ich dachte zu Beginn, dass das sicher ausreichen würde, auch wenn es recht wenig war. Meine Freunde nahmen beide jeweils ca. 100 Milligramm. Nach gut einer Stunde spürten sie auch schon was, nur ich noch nicht. Ich dachte, ich hätte zu wenig genommen, also nahm ich ein bisschen mehr dazu. Nach ca. 90 Minuten begann es auch bei mir zu wirken. Meine Hände wurden total schwitzig und mir wurde warm. Dieses Gefühl der Wirkung war ganz neu für mich. Wir drei beschlossen es, uns gemütlich zu machen und legten uns auf mein Bett. Dort blieben wir aber nicht lange, denn weil uns so warm und es Mitte Sommer war, setzten wir uns auf den Balkon. Dann sprachen wir über Dinge, die uns belasteten, und ich traute mich auch, über etwas zu reden, was mich schon sehr lange beschäftigt. Ich war in diesem Moment so emotional geworden, es war für mich einfach kein Problem, diese Dinge auszusprechen. Dinge, die ich mich sonst nie traute zu sagen. Ich bemerkte langsam, wie mir eine Träne über die Wange kullerte, doch das Gefühl der Traurigkeit überwältigte mich nicht. Es war nicht so stark, dass ich mich vor Weinen nicht mehr halten konnte, denn das Gefühl der Verbundenheit war weitaus stärker und das Weinen war mehr ein körperlicher als ein emotionaler Prozess. Aber wir lachten und redeten auch über schöne Dinge, einfach über alles Mögliche in unserem Leben. Ich schaute zu meinen Freunden rüber und sagte, ich wünschte, dieser Moment würde niemals vergehen. Anschließend legten wir uns erneut ins Bett und kauten Kaugummis, weil unsere Kiefer so am Zittern waren, dass wir irgendwie gar keine Kontrolle darüber hatten. Zu dem Zeitpunkt war es ungefähr 1 Uhr und wir legten noch etwas MDMA nach. Danach hatten wir aber erneut so Lust, uns zu bewegen und das taten wir dann auch. Wir gingen zu einem Spielplatz und genossen die frische Luft und hatten einfach sehr viel Spaß. Wir waren aber nicht besonders aufgedreht oder so, sondern eher ganz entspannt und ruhig. Wir spazierten noch ein wenig weiter und gingen dann aber wieder nach Hause. Um den Abend, oder besser gesagt die Nacht, ausklingen zu lassen, schauten wir noch ein paar YouTube-Videos. Ich war wirklich sehr gesprächig, obwohl ich normalerweise selten ein Gespräch beginne. XD. Jedenfalls genoss ich es sehr, mit diesen zwei wundervollen Personen zu labern und Blödsinn zu machen. Circa um 4 Uhr ließ die Wirkung nach und wir wurden langsam müde. Letztendlich legten wir uns dann auch schlafen, da wir schon sehr erschöpft waren. Am nächsten Morgen war ich ungewöhnlich motiviert und gesprächig. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch voller Energie war. Ich musste noch den ganzen Tag an alles, was zuvor passierte, denken und verarbeiten. Ich war einfach so glücklich, diese Erfahrung gemacht zu haben, da es nicht nur mir geholfen hat, sondern ich auch eine engere Bindung zu meinen Freunden aufgebaut habe. Zumindest denke ich das. XD. Meistens ist es ja so, dass man erst im Nachhinein eine Erfahrung merkt, wie wertvoll und schön sie war. Aber in dem Moment der Wirkung wusste ich bereits, wie schön alles ist. Das war nicht nur das Gefühl der Euphorie, sondern auch die Realisierung, dass ich so wundervolle Menschen um mich habe. Und für diese bin ich unendlich dankbar. Mein persönlicher Senf. Ja, vielen Dank für diesen wunderschönen MDMA-Bericht, sage ich mal. Das hört sich wirklich typisch an nach Emma. Das kenne ich von früher auch, sage ich mal, genug. Das habe ich auch sehr viel gemacht vor, naja, inzwischen schon 8, 9, 10 Jahren. Aber ja, gerade dieses, dass man über alles reden kann und sich verbunden fühlt zu seinen Mitmenschen und halt auch diese Empathie hat, das ist wirklich, sage ich mal, typisch MDMA und das kann man eigentlich mit keiner anderen Substanz erreichen. Deswegen wird MDMA ja auch in der Paartherapie zum Beispiel angewendet oder auch generell beim Verarbeiten von, sag ich mal, traumatischen Erlebnissen. Das finde ich noch viel mehr, sag ich mal, ausgebaut werden sollte. Gerade, sag ich mal, in Deutschland, weil es hier wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt legal gemacht wird. Aber ich denke, viele Leute therapieren sich vielleicht auch selber so ein bisschen damit. Einfach, naja, weil sie schon mit dem Gedanken daran gehen, über Probleme zu reden, wenn sie quasi MDMA konsumieren. Und ja, ich finde das auch gerade beim Feiern auch immer toll, gerade früher, wenn alle aufeinander aufgepasst haben und hier, trink mal was, nach dem Motto, und ja, alle haben sich in den Arm gelegen und waren einfach gut drauf. Also ja, da sollte man halt nur wirklich aufpassen, dass man es nicht übertreibt.
Set und Setting ist auch bei MDMA wichtig, weil damit kann man auch einen Horrortrip haben, tatsächlich, wie mit jeder anderen Substanz auch. Gut, bei Heroin bin ich mir nicht so sicher, ob man da einen Horrortrip haben kann. Aber ja, deswegen passt auf euch auf, wenn ihr sowas nehmt. Übertreibt es nicht und macht sowas vor allem nicht so häufig, weil damit kann man sich die Serotoninspeicher halt wirklich und die Dopaminspeicher halt wirklich leer saugen. Ich weiß gar nicht, Serotonin auch auf jeden Fall. Sag ich mal, die Glückshormonspeicher kann man sich damit ordentlich entleeren, wenn man das zu häufig macht. Und der Körper verliert halt irgendwann auch die Möglichkeit, das von alleine wieder richtig aufzubauen. Deswegen, ich würde sagen, alle 3 Monate einmal, dann kann da nicht viel schief gehen. Obwohl, nehmt das nicht als Anweisung, muss jeder für sich selber entscheiden. Macht das auch bitte erst, wenn ihr erwachsen seid, wenn ihr über 18 seid. Weil gerade, wenn sich das Gehirn noch entwickelt, kann man da halt auch viel kaputt machen. Und ja, aber wie schon gesagt, der Bericht, wirklich ein sehr schöner Bericht, sehr typischer MDMA-Bericht. Das freut mich auch, dass du quasi Probleme gelöst hast. Und ja, endlich mal über Sachen geredet hast, die dich belasten. Das ist immer toll, sowas zu hören und freut mich auch, dass du auch durch meine Videos, ich weiß jetzt nicht, du hast geschrieben Trip-Berichte-Videos, ich hoffe mal, oder was heißt ich hoffe, das hat sich jetzt so angehört, als hättest du Trip-Berichte-Kanal-Videos geguckt, quasi von mir, von uns, von der ganzen Community. Das freut mich natürlich immer, wenn Leute sich dadurch auch informieren und auch ein bisschen, sage ich mal, sich Wissen aneignen. Ich weiß ja auch, dass ich auch immer sage, hier Set und Setting ist wichtig und die ganzen positiven Sachen, sage ich mal so. Nicht diese stumpfe, ich baller mich weg, scheißegal, wird schon nichts passieren. Was andere Drogen-YouTuber ja leider machen, ist jetzt ganz ferner vom Thema. Aber ich habe letztens tatsächlich auch ein kurzes Video von Polytoxopam geguckt, wo er meinte, ja, hier, wir haben ja einen Discord-Server. Und das ist ganz normal, dass da die Leute sterben, so nach dem Motto. Und ja, hier, ich entferne alle, die länger als eine Woche nicht online waren. Und da sind ja auch viele Tote dabei und die will ich hier nicht drauf haben, so nach dem Motto. Wo ich mir auch dachte, ja, Alter, das ist schon ganz schön daneben, finde ich. Weil auf unserem, sag ich mal, Discord-Server ist auch schon mindestens eine Person gestorben. Aber da waren alle auch eher geschockt. Und ja, das hat bei uns keiner als normal gesehen. Ich meine, klar, Leute, die Drogen konsumieren, gerade wenn es ein paar hundert Leute sind, dass mal einer sich ein bisschen verschätzt und dann auch leider daran stirbt. Das passiert, aber ja, ich finde das trotzdem furchtbar und da sollte man gegen vorgehen. Und das ist niemals normal, finde ich, wenn junge Leute sterben, selbst wenn sie Drogen konsumieren. Und ja, da war ich ein bisschen geschockt, das ist mir gerade eingefallen, auch wenn das jetzt mit dem Bericht nichts zu tun hat. Trotzdem, ja gut, falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den natürlich auch gerne schicken, immer gerne. Tripberichte@tripberichte.de ist meine E-Mail-Adresse. Ja, auf meinem Kanal findet ihr auch noch ganz viele andere Videos, auch mein Deutschrap und auch ein paar Erklärvideos, die ich mal gemacht habe und einen Link zu deroller83. Das ist der Kanal von dem Rolle, wo er auch jetzt seine Jakobsweg-Videos hochlädt, wo ich auch mit dabei bin, sage ich mal so. Also, falls euch das interessiert, gerne mal auschecken. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.